Fantasiebärchen-Meisterschaftswettrennen! Ja! 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 Wir werden alle eine wunderbare Zeit miteinander haben. Also bitte begrüßt mit mir ganz herzlich die offiziellen Bitsi-Bärchen-Meisterschaftsrennfahrer! Meine Damen, erlaubt mir euch unsere hochverehrten Meisterschaftsrennfahrer vorzustellen. Hä? Oh, nicht doch. Sie haben vergessen, was Sie bei der Einführung tun müssen. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Vielen Dank, Bonnie. Geschafft. Ich wette, sie hat es vergessen. Aha. Und mit diesem traditionellen Einführungszeremoniezepter erkläre ich feierlich, dass das Meisterschaftswettrennen nach langer Pause endlich wieder stattfindet. Das war eine wunderschöne Zeremonie, genau wie in alten Zeiten. Und das ist dein Verdienst, Bonnie. Du hast der Prinzessin gezeigt, dass du weißt, was sich gehört. Denn du hältst dich wirklich streng an alle Traditionen ihrer Lieblingsveranstaltung. Danke. Ich denke auch, dass ich mein schlechtes Benehmen von vorhin bei der Prinzessin wieder gut gemacht habe. Zumindest ein wenig. Und ich wette, ich kann es sogar noch viel besser machen. Wenn ich es euch erzähle, würdet ihr es mir nicht glauben. Ihr müsst es schon sehen. Mit euren eigenen Augen. Oh, was denn sehen? Das. Dort. Oh, was ist denn mit dieser Glimmerbeere passiert? Sie hat die seltene, die ungewöhnliche und rätselhafte Carroites punctiotus. Was ist es, Veriotus? Carroites punctiotus. Das ist eine Krankheit, bei der die Blätter einer Pflanze Karomuster und Punkte bekommen. Oh, ist das schlimm? Es ist jedenfalls nicht gut. Und aus modischer Sicht gesehen, ist das erst recht schrecklich. Was ist die Ursache dafür? Das ist ein Rätsel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es könnte an einem Vitaminmangel liegen. Aber welches Vitamin fehlt, weiß ich nicht. Beschädigt es die Glimmerbeeren? Nicht, dass ich wüsste, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Oh, kannst du denn irgendwas tun? Vielleicht könnte ich einen extra speziellen Vitaminpflanzendünger mixen. Ja, natürlich. Das ist es. Wunderbare Idee. Ich muss los. Tja, wir sollten mal los zum Teich, wenn wir heute überhaupt noch schwimmen wollen. Ja, du hast recht. Klar. Eine tolle Idee. Ich freue mich so, dass du das allertollste Unter-den-Sternen-Haarstyling aller Zeiten veranstaltest. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als so einen Abend zu verbringen. Oh Mann, ich kann es wirklich kaum erwarten, zu sehen, wie meine Haare geworden sind. Das ist so super aufregend. Himbeertörtchen, wenn ich mit dir fertig bin, werden sie komplett anders aussehen als vorher. Ihr wollt Aufregung? Also ich bin nur hier, um mich zu entspannen. Oh, ich hatte eine anstrengende Woche. Tronella, ich glaube, jemand hat das Licht ausgemacht. Also, an ist es. Die Haartrockner sind auch ausgegangen. Daher vermute ich mal, dass wir es hier mit einem Stromausfall zu tun haben. Es ist überall dunkel. Hier drin und, auch da draußen. Oh, auf der Bärchenfarm stimmt wohl etwas nicht. Ich gehe lieber mal rüber und sehe nach, ob ich helfen kann. Ist das nicht das bärig-schönste, was ihr je gesehen habt? Ganz vorsichtig, Plätzchen. Diese Beere ist unser Nachtisch beim großen Bärenfest-Schlemmeressen-Morgen.
alles in Ordnung, Herr Bärchen? Ja, danke schön, Fräulein Emily. Es hat kurz geholpert, da bin ich wohl gestolpert. Dabei suche ich doch die... Du hast sie ja gefunden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein großartiges Exemplar dieses Jahr. Vielleicht die größte Beere, die ich je sah. Die Farbe ganz satt, die Form sehr fein. Die Beschaffenheit könnte nicht besser sein. Oh, und das Aroma, oh ja, durch und durch gelungen. Schnuschönchen, nein. Brav, mein Kätzchen. Wir müssen behutsam damit umgehen, weil es immer nur eine einzige köstliche, nahrhafte Wanderbeere gibt. Und es passt sehr gut, dass du als unsere neue Bärenfestprinzessin sie für uns gefunden hast. Gefunden? Wer hat sie gefunden? Emily! Emily hat sie gefunden! Da ist sie ja! Sie hat sie Emily gefunden! Sehen Sie euch an! So was habe ich noch nie gesehen. Einfach unglaublich außergewöhnlich. Na los, worauf wartest ich du? Ihr kennt doch die Tradition. Die Bärenfestprinzessin höchstpersönlich pflückt die Beere. Oh, ich wusste das natürlich. Ihr etwa nicht? Ja, klar. Ja, ich wollte nur mal sehen, ob du das auch warst. Klar wusste ich das. Prinzessin Emily, darf ich bitten? Es wäre mir eine Ehre. Pflanze verschwindet. Genau in diesem Moment wächst irgendwo anders eine neue Wanderbeere. Das könnte hier und überall sein. Aber wo genau das ist, das bleibt ganz lange ungewiss. Diese Beere ist ganz schön schwer. Wir werden alle mit anpacken müssen, um sie zurückzutransportieren. So, seid ihr jetzt alle bereit? Ja, bereit! Will ich wissen, was das soll? Komm rein, Bonnie. Wir probieren gerade meinen Tanz für die Parade aus. Was hältst du davon? Ich finde, er sieht wirklich hopsig aus. Apropos Parade. Wie kommst du denn mit dem Routenplan voran? Es lief nicht so, wie ich wollte. Ich habe überall meinen Beromatic 3000 Schreibstift mit Glitzertinte gesucht. Dann ist mir eingefallen, dass ihn jemand ausgeliehen hat. Ups. Das stimmt. Ich glaube, er ist irgendwo in meinem Schlafzimmer. Ich bin sicher, dass es Pleumeli leid tut, Bonnie. Tja, jetzt musste ich ihn mit einem ganz gewöhnlichen, langweiligen, alltäglichen Stift machen. Deswegen ist er nicht so schön geworden, wie ich es gern hätte. Du musst dir den Routenplan mal ansehen und sagen, ob die Route zu lang ist. Ich bin gerade damit beschäftigt, Orangella und Pleumeli zu helfen. Könntest du bitte in einer Stunde ins Café kommen? Dann sehe ich ihn mir an. Es dauert doch nur eine Sekunde oder eine Minute. Das hängt davon ab, wie schnell du lesen kannst. In Ordnung. Will ich wissen, was das soll? Genau das habe ich auch gesagt. Meine Nüsse! Mein Plan! Mann, oh Mann! Tut mir leid, Mädels. Aber ich habe gerade schon genug zu tun mit der Parade. Vielleicht kann ich ja nachher einfach wiederkommen und euch dann allen helfen. Oder was noch besser wäre, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Tut mir leid, mein Kopf ist schon voll genug. Ich muss diesen ganzen Routenplan nochmal machen. Schriftlich. Und mein Tanz hat einen Rechtskick, wo eigentlich ein Hopser sein sollte. Und diese ganzen Blüten reihen sich nicht von allein aneinander. Also dann... Zu glauben, dass du diese Kleider auf die Schnelle für uns gemacht hast. Sie sind einfach wunderschön. Und so raffiniert. Tja, danke schön, aber das ist doch nichts Besonderes. Weißt du vielleicht, wo Bonnie ist? Was trägt sie denn? Sehr viele Notizen. Hm?
guten Abend, Herr Postmeister. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Naja, ich danke dir, Bonnie. Du siehst natürlich auch... Händeschütteln anbieten. Oh ja! Bonnie, was machst du denn da? Guten Abend, verehrtes Fräulein. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Das hast du auch zu dem Postmeister gesagt. Ich bin es, Fläumeli. Aber ich möchte mich so höflich verhalten, wie es nur möglich ist, damit alles gut läuft. Für die Prinzessin. Findest du nicht, dass du es vielleicht ein klein wenig übertreibst? Also, wenn es um gutes Benehmen geht, ist es völlig unmöglich, etwas zu übertreiben. Hallo, Herr Bärchen. Vergiss das Händeschütteln nicht. Das hier ist immer noch der Meisterschaftsball. Wir müssen uns ordentlich benehmen. Himbeertörtchen, es ist unhöflich, sich vorzudrängeln. Aber, Maria Käfer hat mich vorgelassen. Sie weiß noch nicht, was sie nehmen soll. Nein, nein, nein. Auf diesem Ball darf man sich nicht schlecht benehmen. Orangella, was machst du denn da? Ich ruhe mich hier nur für eine Sekunde aus. Meine Füße tun so weh vom vielen Tanzen. Aber du lümmelst rum. Das ist kein gutes Benehmen. Ist es nicht? Oh, das ist schon okay. Hier sieht mich ja niemand. Aber es könnte dich jemand sehen. Und was ist, wenn es die Prinzessin ist? Na also, perfekt. Psst, Fläumeli, liegt die Serviette auf deinem Schoß? Ja. Du darfst nicht mit offenem Mund kauen. Das hatte ich auch nicht vor. Die Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch. Siehst du sie vielleicht auf dem Tisch? Pass auf, dass du beim Teetrinken nicht schlürfst. Hast du sonst noch was? Ja, du musst gerade sitzen. Hey, wo ist denn Bonnie? Sie ist beschäftigt. Sie erinnert einfach jeden daran, dass er sich gut benehmen soll. Wie denn das? Naja, weißt du, sie rennt hier rum und korrigiert von jedem das Benehmen, sobald er irgendwas falsch macht. Sie hat mich korrigiert, noch bevor ich irgendwas falsch machen konnte. Sie sollte sich wirklich mal entspannen. Hier steckst du also, Bonnie. Genießt du den Ball? Ehrlich gesagt, nein. Und wieso nicht? Ach, weißt du, Emily, ich habe solche Angst, dass irgendwer die Prinzessin mit seinem schlechten Benehmen beleidigen könnte. Ich denke, du solltest einfach versuchen, Spaß zu haben. Du musst dir keine Sorgen machen, wie alles läuft. Okay. Zuerst lese ich aber noch das Kapitel über die Salatgabel, ein missverstandenes Utensil. Los, los, los! Es ist doch noch gar nichts passiert. Das weiß ich. Aber ich bin so aufgeregt, dass ich einfach schon mal jubeln muss. Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja tot. Essen? Bin detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie, bist du da drin? Hallo? Hey, du da. Bonnie? Detektivin Bonnie. Wie sehe ich aus? Wie? Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Nun gut, mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Ferngläser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was denn für Wanderkarten? Na, die du mitbringen solltest. Ups, ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut. Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid, wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins, deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Ist es nicht Patty Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty Schnüffelnase-Bücher auch total, aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Passt
Ich gehe lieber so lange auf die Babybärchen auf, bis wir den Strom wieder angekriegt haben. Ja, natürlich. Habt keine Angst. Ich bin ja hier, bereit, das Kommando zu übernehmen und das Problem zu beheben. Also, ihr Lieben, folgt mir. Kommen Sie mit, Herr Ropelius. Das Problem werden Sie da hinten nicht finden. Es ist bei der Verbindung zum Saftrohr. Oh ja. Ich habe mir natürlich gedacht, dass wir das auch noch überprüfen. Aua! Nicht sehen! Und was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht stylen, wenn ich nicht sehe. Wir sollten rausgehen und nachsehen, wieso der Strom ausgefallen ist. Vielleicht brauchen die Bärchen unsere Hilfe, um ihn wieder anzustellen. Du willst da rausgehen, ja? Vielleicht sollten wir lieber hier drinnen warten. Was ist denn los, Orangella? Beschäftigt dich irgendwas? Ich denke, ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Du? Aber du bist sonst von uns immer die Letzte, die vor irgendetwas Angst hat. Wirklich? Wahre Freunde bleiben für immer, sind für immer stark wie nie. Wahre Freunde sind verbunden, wie im Lied die Melodie. Bin ich mal traurig, dann bringt dein Lächeln mich nach Haus. Ob nah, ob fern, wo immer, du bist, bin ich auch. Beste Freunde, will ich beste Zeiten. Seite an Seite bis zum Ende begleiten. Wenn sich Freunde versucht, eine gute Anführerin zu sein. Aber es lief nicht so gut, Schnurrschönchen. Ich habe Aufgaben an meine Freundinnen verteilt, nachgesehen, wie es bei ihnen läuft und sie motiviert. Aber irgendwie ist nichts fertig geworden, Schnurrschönchen. Schnurrschönchen? Ach, deshalb bist du weggegangen. Du wurdest durch etwas abgelenkt und genauso ging es den anderen. So etwas geht schnell. Ich wünschte nur, sie würden sich gegenseitig mehr unter die Arme greifen. Sie wirken alle so gestresst. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich alle Aufgaben, die hier auf dieser Liste stehen, so ganz ohne ihre Unterstützung schaffen soll. Hä? Was ist, Schnurrschönchen? Hast du da etwas gefunden? Oh, das hier ist die allerletzte Aufgabe. Oh nein, nicht noch eine weitere. Hier steht: Ich schrieb die Liste sehr gehetzt, daher kommt diese Aufgabe zuletzt. Aber Regel Nummer 1, du wirst lachen, die Parade soll Spaß machen. Oh, das ist doch nichts Neues, jeder weiß das. Nein, warte, genau das ist es, was ich falsch mache. Ich habe so viele Aufgaben an die anderen verteilt, dass keiner mehr Spaß hat. Vielleicht habe ich einfach zu viel von allen erwartet. Von jetzt an werde ich noch viel härter arbeiten. Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja total fertig aus. Was ist denn passiert? Oh, war eine lange Nacht. Ich hab gelernt. Was hast du gelernt? All die verschiedenen Zeitpunkte, bei denen es sich gehört, bitte zu sagen und... Oh, danke schön. Was ist los? Ich hab gegähnt. Und das beim Wettrennen. Ich hab gegähnt. Oh, Emily. Denkst du, es hat mich irgendjemand gesehen? Im Buch steht, dass das ein schreckliches Benehmen ist. Was ich denke, ist, dass es wirklich okay ist. Was? Was ist? Himmeltörtchen steht da vor jemandem, der kleiner ist als sie. Dadurch versperrt sie ihm ganz unhöflich die Sicht. Schlechtes Benehmen. Schlechtes Benehmen. Schlechtes Benehmen.
schlechtes Benehmen! Oh, oh, unsere Manieren-Mamsell kommt auf uns zu. Schnell, versteckt euch! Wo sind sie denn hin? Ich könnte schwören, dass sie gerade eben noch hier waren. Hallo alle miteinander! Es ist jetzt an der Zeit, dass das Wettrennen beginnt! Bevor wir nun anfangen, möchte ich aber jeden von euch noch wissen lassen, dass wir Bärchen das Meisterschaftswettrennen nur veranstalten können, weil Emily Erdbeer und ihre Freundinnen uns geholfen haben. Ja! Außerdem wollte ich noch sagen, dass es mich wirklich sehr freut, dass das Wettrennen wieder stattfindet. Ich hoffe, dass es euch allen gefallen wird. Dann können wir es nächstes Jahr vielleicht gleich wiederholen. Und jetzt sollten sich die Rennfahrer ohne weitere Umstände bereit machen. Oh nein! Der Bärchenrennfahrer wird die Prinzessin unterbrechen, während sie redet. Das ist das allerschlimmste Fehlverhalten, das es gibt. Ich hätte es wissen sollen. Rennfahrer, du darfst die Prinzessin nicht unterbrechen, während sie redet. Das ist kein gutes Benehmen. Oh, oh nein. Aber, ich wollte doch nur sagen, dass wir das Rennen nicht starten können, weil dieser Rennfahrer einen platten Reifen hat. Ach, herrje. Oh, weia. Ich schätze, darauf habe ich wohl nicht geachtet. Vielen Dank, dass du uns Bescheid gesagt hast. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt. Oh nein, bitte, du darfst nicht gehen. Ich habe doch nur versucht zu... Oh. Da. Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau, das ist ja das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punktemuster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen, mit Hilfe deiner Bücher. Nein, 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 nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt. Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Aha! Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hier bleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punktemuster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Bonnie? Aha, du da. Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Was getan? Na, Karos und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht, ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha, ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß. Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unhold, der keinerlei Geschmack hat. Was denkt ihr, wird der gelumpte Geist als nächstes tun? Was ist, wenn er Hunger hat? Und was fressen will? Fressen? Denkt ihr, dass er vielleicht... Fressen mag das. Schmeckt wie... Ich habe bisher noch nirgendwo gelesen, dass gelumpe Geister so etwas wie uns fressen. Aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass sie so etwas wie uns nicht fressen. Oh!
Geheimnis von Orangellas Laden. Die gelumpige Sicherheitsfalle, die ich vor meinem Laden angebracht habe. Ich habe damit einen von ihnen gefangen. Das erzähle ich dir, wenn wir unten sind. Greifen und ziehen, bitte! Es wird immer bunter! Greifen und ziehen, bitte! Wir ziehen sie runter! Greifen und ziehen! Hier nach unten! Greifen und ziehen! Gesund und munter! Ja! Also, wieso hast du denn nun da oben gekichert, Emily? Naja, ich habe euch von dem Ast aus dabei zugesehen, wie ihr alle hermarschiert seid, um mich zu retten. Ich wünschte nur, ihr hättet das auch sehen können. Ihr seid marschiert, habt gesungen und die Girlande getragen. Es sah so aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, weil wir zusammengearbeitet haben und nett zueinander waren. Mädels, ich hatte einen Moment lang Angst, dass wir das mit der Parade nicht schaffen. Aber das da war die beste Parade, die ich je gesehen habe. Ach, wirklich? Ja, du hast recht. Ja! Ja! Nein, nein. Lass uns das noch mal klarstellen. Emily, du warst es, die diese Parade möglich gemacht hat. Du hast nie aufgegeben, auch wenn dir keiner von uns geholfen hat. Dafür danken wir dir aus unserem bärig-tiefsten Herzen. Oh, ihr schafft es einfach, dass ich mich wirklich wie eine richtige Prinzessin fühle. Hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha! Fast! Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitive Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffins. Aha! Was ist mit Hobbys? Sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon, mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... Ich selber. Na, endlich. Ja, genau, du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja, ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit, kommt mit in den Bärenhain! Wie es sich dreht, bekämpft die Ängste, nicht alles muss perfekt sein. Woran du glaubst, ist das, worum es geht. Sei offen, interessiert, stell 100.000 Fragen. Wäre ich gut, wie du kannst, ja. Stell dir nur vor, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns Geschichte schreiben. Sag es laut, sprich es aus.